Moin Leute, willkommen zurück zu neuer Infovideo. Und zwar muss ich euch kurz was sagen. Es wird nicht lange dauern, deswegen habe ich keinen Timer an. Und zwar, dass ich vor eToro halt die Schnauze. Und zwar werde ich in, ich glaube nach Samstag, am Sonntag dann ein komplettes Video machen, wie ich. Also generell im August will ich vieles machen. Jetzt noch die paar Tage. Nächster Monat, wie versprochen, Assassin's Creed Rogue. 50 bis 40 Minuten. Warum werde ich euch aber auch während des Let's Plays davon erzählen. Deswegen schaut es euch an. Ihr müsst es nicht, ihr könnt es. Wenn ihr meinen Ventilator hört, tut es mir leid. Nochmal. Nochmal zur Info, das ist einfach nur so gesagt zum Sagen, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Let's Play oder in zwei Let's Play keine Videos mehr habe, kann es sein, dass ich keine Videos hochlade oder drehe, einem hochlade, weil das ist entweder ich drehe oder ich mache mir kurz, gebe mir kurz Zeitpause, weil man braucht Pause zwischendurch, wenn man ein wenn man YouTube macht, dann brauchst du auch, darfst du nicht jeden Tag Videos drehen. Du musst dich erstmal so entspannen. Wenn morgen keine Videos kommen, dann mache ich einen Sonntag ein Video rüber, warum und wieso, weshalb. Und ja, ich möchte auch gerne noch sagen, dass ich am Ende August, ich wollte gestern noch, achso, und übrigens, ich wollte ja Donnerstag den Stream versuchen, also gestern. Hat nicht geklappt. Eigentlich wollte ich deswegen den Info machen, aber jetzt habe ich komplett verkackt. Sorry, deswegen habe ich am versucht, den Stream zu starten. Funktioniert immer noch nicht, weil ich weiß nicht, warum das bei PlayStation so ist, wenn du YouTube-Stream machen willst, das irgendwie heißt, funktioniert nicht, sie müssen Sachen, Anwendungen annehmen. Das ist so dämlich. Absolut scheiße. Kacke. Das ist wie bei, als wenn du Netflix holst oder dir Disney Plus oder keine Ahnung, Prime Video. Du musst hier jeden Tag auch, stell dir vor, du willst YouTube ohne Werbung angucken, ey. Ich bezahle doch nicht fucking 5 Euro oder 10 oder 15 Euro für einen Scheiß, für scheiß kostenfreie Werbung. Scheiß keine Werbung. Ist mir doch egal, ob Werbung läuft oder nicht. Hauptsache man kann die Werbung überspringen. Das ist das Wichtigste. Aber ich bezahle nie für irgendeine App. Also nur damit ihr wisst. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh nein, er holt sich jedes Mal ein Spiel, was gefühlt 50 Euro kostet. Das bin nicht ich. Mein Bruder hat mir ja letztens Edwin geholt, also nur damit wir es zusammen zocken können. Ich war auch dankbar, aber wenn man Edwin gemeinsam zockt, dann wird es auch leicht scheiße, weil guckt euch einfach das Let's Play an, da wisst ihr es. Und Edwin, den kleinen Zwischenquest, die ich machen will, kommt am, würde ich mal sagen, wir haben gerade auch den August, dann würde ich am September die Part 92 bei Endwing machen, und zwar wir machen jetzt dann ja, glaube ich, sogar die Rani Quest, wenn das nicht gelogen will. Ich glaube, das ist sogar Rani, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Dann werden wir noch alle Drachen holen. Wir werden ein paar Sachen noch machen in Endwing dann. Es wird nur im September kommen. Das heißt, wir werden im September wahrscheinlich drei Let's Plays hintereinander haben. Endwing werden wir diesmal komplett fertig machen. Außer 100%, die werde ich wahrscheinlich privat machen. Keine Ahnung, muss ich gucken, ob ich dafür Zeit habe. Dann will ich noch gerne im Oktober, ich weiß nicht genau wann, starten wir vielleicht Assassin's Creed Mirage, nachdem mein Bruder mir Schulden gekauft hat. Und ja, mein Bruder hat Schulden, also der in Seven Days to Die mitgemacht hat, ist ein komplett anderer, er ist nicht Zombie, Zombie Army ist mein ältester Bruder. Macht auch YouTube, Cobra Crankier, schaut mal vorbei, könnt ihr auch unten bei Tor der Gottlichsee gucken. Wenn ihr ihn abonniert habt, obwohl müsst ihr nicht, toller Gott, ich sehe es scheiße. Okay, meine Videos sind jetzt auch nicht besser, aber naja, wen juckt's? Dann würde ich auch gerne mal sagen, Vlog, Blogs oder Vlog oder keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist mir jetzt auch scheißegal, starten wir erst im November oder so. Das heißt, ihr kriegt dann einen Heidepark-Vlog im November. Oder vielleicht früher, damit ihr schon einen kleinen Einblick habt von so, oh geil, er macht. Ich dachte kurz, ich höre meinen Bruder singen. Oh Gott, Weltuntergang. Ich
Aber wisst ihr, was ich eigentlich am meisten generell an YouTube-Streams an PlayStation finde? Du musst deine Anwendung nochmal akzeptieren. Du sollst dich abmelden von YouTube und dann nochmal anmelden. Persönlich würde ich sagen, ich finde es nicht nervig, aber ich finde es irgendwie aufwendig, wenn man das auf, wenn man Konsolenspieler ist und YouTube macht, dann ist das schon aufwendig. Aber was nicht aufwendig ist, wenn ihr jetzt ein Spiel, keine Ahnung, für 50 Euro kauft, spielt das durch, genießt das Spiel. Das werden wir auch machen, nochmal Elden Ring. Da werden wir es auch nochmal genießen. Die letzten paar Male, bevor das Elden Ring DLC irgendwann mal erscheint. Habe ich ja gehört, es soll ja erscheinen. Ich weiß jetzt nicht, ob nächstes Jahr oder dieses Jahr. Ich würde es geil finden, wenn es auch 4 und 5 wäre, weil das Spiel ist ja für die 4 und für die 5 rausgekommen. Wäre schon krass, wenn man es für die beiden Konsolen rausbringt. Nicht so wie bei Cyberpunk, ne? Das ist ein bisschen scheiße gewesen. Du kriegst ein Spiel, also jetzt an die 4 und 5 Spieler für den PlayStation. Findet ihr es auch ein bisschen scheiße, dass man, wenn man Cyberpunk oder so spielt, ein DLC sich aber nur noch die nächste Generation von PlayStation kaufen muss? Ist doch ein bisschen dumm. Hallo. Wenn ihr fragt, warum spielt der kein World of Tanks? Frage ist beantwortet von mir. Ich hasse dieses. Ich finde World of Tanks nicht so spaßig. Warthunder geht ja. Also Warthunder würde ich sagen, ist ein, ja, Spiel, wo du sagen kannst, okay, da könnte ich meine Freizeit verbringen und ich werde nicht Nervenzusammenbruch kriegen, weil es ist geil, es macht Spaß. Und jetzt nochmal zur Info, Samstag gucke ich mal nach, ob ich 18:20 und 23 oder 22 ein Video hochladen kann. Wenn ich um 22, 20 Uhr oder so keine Videos hochlade, dann heißt das, ich bin fix und fertig. Aber dafür sage ich euch Sonntag, wo ich dann war. Obwohl, ja, doch, Sonntag. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder um 18 Uhr für ein neues Video. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und Salute.